Yo, was geht, meine lieben YouTube-Freunde? Willkommen zu einem weiteren Vlog-Video hier auf meinem Kanal. Und es ist jetzt ungefähr 7 Uhr und es ist ein Montag. 7 Uhr ist eigentlich für die Ferien, ist schon sehr früh eigentlich, finde ich. Ich stehe eigentlich in den Ferien, wenn ich lange wach bleibe oder so, eigentlich immer gegen 1 auf. Und die einen oder anderen denken sich jetzt, Digga, was? Du willst mich ficken? Aber nein, nein, das will ich nicht. Auf jeden Fall fahren wir nachher nach Frankfurt runter und ich besuche da jemanden. Und die Personen, die ich besuche, wohnen eigentlich in Offenbach, aber ich glaube, das Hotel ist in Frankfurt. Ja, da machen wir ein paar Attraktionen und gucken uns ein paar Sehenswürdigkeiten an und ihr seid mit dabei. Dann würde ich mal sagen, let's begin. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Meine lieben YouTube-Freunde, willkommen zurück. Wir sind jetzt ungefähr 3 Stunden schon gefahren und sind hier in einer Raststätte angekommen, wie ihr sehen könnt. Ich kann mal rumschwenken. Sieht sehr schön aus hier. Ja, yeah. Oh mein Gott, das Kennzeichen blende ich nachher aus. Dann würde ich mal sagen, jetzt kommt hier nochmal schnell eine Autobahnbahn. Wie hieß das nochmal? Dann würde ich mal sagen, jetzt kommt hier noch schnell eine Autobahn-Zeitraffer, genau. Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Tschau. Jo Freunde, was geht? Wir sind jetzt hier in Offenbach angekommen und hinter mir ist das schöne Hotel. Ihr werdet gleich den schönen ersten Eindruck erleben und so weiter und so fort. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video weiterhin. Tschau. Nice, okay. Rauchen verboten. Okay. Sieht ein bisschen altmodisch aus. Peace. Bisschen altmodisch, aber ein altes Telefon. Ich kenne die Hälfte der Zahlen, kenne ich gar nicht. Gehen wir mal auf die schöne Terrasse und gucken uns die mal an. Also schön groß ist die Terrasse ja auf jeden Fall schon. Ja gut, hier sind so viele Spinnen, Alter, unnormal heftig. Da ist eine Spinne. Okay gut, der erste Eindruck ist nicht so schön, das Hotel sieht etwas älter aus. Nicht so meins, ich bin mehr so ein modernes Ding. Ja gut. Könnt ihr mal online erst mal auch in die Kommentare schreiben und morgen oder heute gibt es noch ein paar Sachen von Frankfurt. Ja, dann mache ich mich erstmal noch fertig, mache mich frisch und dann würde ich sagen, das war es erstmal für den Video. Ich bin raus, ciao, ciao, ciao. Sheesh, was ist das denn, Alter? Sieht nice aus. Bin jetzt hier gerade am Fluss, am Main oder wie? Ja, ich glaube, am Main heißt der Fluss. Ja, und gehen jetzt Richtung Marienstraße, irgendwie so hieß die, glaube ich. Okay.
Okay, wir gehen jetzt langsam ins Zentrum von Frankfurt. Und sorry, dass ich mein Gesicht nicht zeige, aber sonst könnte ich nicht so coole Panoramaaufnahmen machen. Obwohl, eigentlich sind es keine Panoramaaufnahmen. Da hinten sind schon die ersten Hochhäuser, Wolkenkratzer. Kein Spaß. Wir sind jetzt hier in New York. Auf jeden Fall, Frankfurt hier am Main sieht sehr nice aus. Gefällt mir. Wir sind hier in so einem schönen Kurpark. Und ja. Gönnt euch diese geile Aussicht. Da hier ist ein geiler ICE. Das ist meine Schwester. Auf jeden Fall, da hinten ist ein richtig geiler Hochhaus. Richtig nice aus. Wir sind jetzt hier bei ihr zu Hause angekommen. Wir sind, keine Ahnung, 4., 5., 6., 7. Stock. Auf jeden Fall irgendwie so Asi-Gegend. Trotzdem sehr nice hier. Da hinten ist irgendwo die Main. Die Main, das heißt der Main, du auch noch. Der Main, ist ja alles klar. Auf jeden Fall fahren wir jetzt mal nach Frankfurt rein und dann würde ich sagen, geht's morgen weiter. Das war's für heute. Ich bin raus. Ciao, ciao, euer Smolty. Morgen. Jo, Freunde der Sonne, was geht? Willkommen zurück. Und es ist heute der 15. August. Ich habe schön ausgeschlafen. Wir fahren jetzt in die Stadt und gehen jetzt mal voll lecker frühstücken. Ja, nachher gehen wir so auf einen von den Türmen rauf. Keine Ahnung, wie die heißen. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ja, auf jeden Fall habe ich ja irgendwie heute sehr Bock drauf und gestern waren wir noch bis 23 Uhr draußen, haben uns die Türme von Frankfurt im Dunkeln noch angesehen. Davon habe ich ein kleines Panorama-Video gemacht, aber das kommt nachher noch. Lasst euch gespannt sein. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt los. Viel Spaß. Ciao. Schlüssel ist da. Auto aus. Wo ist meine schöne Nightcap? Oh! Hashtag nur um Werbung, aber geile Nightcap. Kann ja mal gucken, ob ich die finde, dann verlinke ich es euch in der Videobeschreibung. Aber ihr könnt auch eigentlich selber gucken. Aber ich verlinke es euch trotzdem. So, wir gehen jetzt an die schöne Bushalte und warten auf den Bus. Und dann fahren wir in die Innenstadt von Offenbach erstmal und fahren erst später nach Frankfurt in die Innenstadt, wo wir gestern schon waren. Ja. Die 101 fährt hier. Gibt's, ach da. So, wann kommen die Busse? Wie haben wir es denn? Es ist jetzt hier 1:24 Uhr. Und der nächste Bus kommt um 9.11 Uhr, 9.21 Uhr und 9.41 Uhr und 51. So, wir sind jetzt am schönen Markt angekommen hier in Offenbach. Hier ist gerade so Lebensmittelstand, was auch immer. Das zeige ich euch gleich mal. Auf jeden Fall suchen wir jetzt einen Bäcker, wo wir frühstücken können. Ja, ja. Dann nachher weiter sabbeln. Dann zeige ich euch mal den schönen Markt jetzt. So, da ist der geile Bäcker und da kaufen wir jetzt ein geiles Brötchen. Digga, sheesh, wir sind jetzt hier oben auf dem Hochhaus. Sieht richtig nice aus. Leute, wir sind jetzt hier in Frankfurt angekommen und sind mit der S-Bahn hier nachher gefahren.
Vorher war mein Offenbach, ich habe mein schönes leckeres Croissant gegessen. Was für Croissant? Ich meine mein leckeres Brezel. Auf jeden Fall waren wir jetzt hier oben auf dem Hochhaus, sage ich jetzt mal dazu. Und fahren jetzt nach Frankfurt zum Flughafen und gucken den auch, uns auch mal an. Dann würde ich mal sagen, let's begin, viel Spaß. Jo Freunde, was geht? Wir sind jetzt hier in Frankfurt am Flughafen angekommen und ich war schon bei McDonald's, hab gegessen, sehr nice. Lasst ein Like da, abonniert mich und filmt mich gerne weiter. Und jetzt machen wir gerade eine kleine Rundfahrt und gucken uns die Landeplattform von unten mal an und fahren drumherum. Und dann kommt so ein Typ und labert so ein bisschen und dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video weiter. ...2000 Jahre später. Also ich jetzt am Penisberg. Ich möchte mich an dieser Stelle mal zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Dilfert. Unser busbarer Kollege ist der Orhan. Wir beide, wir haben jetzt das große Vergnügen, jetzt hier während der Tour dann auch etwas zu betreuen. Na, schauen Sie mal hier rechts hin, da haben wir den Hermitage von der Emery, von der Thai International. So, ein Jumbo-Jet, der hebt dann zwischen 2,6, 2,7, 2,8 Kilometer auf der Senderbahn ab. Und wenn solche Flugzeuge dann auch in die Abhebephase gehen, dann geht es immer für den Piloten der Fluggesellschaft auch darum, so schnell wie möglich die Räder des Flugzeugs, den Bauch des Flugzeugs einzuziehen, denn dadurch hat man dann auch einen geringen Luftwiderstand und kann dementsprechend auch treibstoffarm fliegen. So, das war's jetzt mit dem Video. Mein Akku ist gleich alle. Dann sehen wir uns nachher im Hotel wieder. Da mache ich eventuell nochmal weiter filmen. Und sorry, falls das Video auf einmal abbrechen sollte, weil mein Akku gleich alle ist. Ja, um solch einen großen Flughafen wie den Rhein-Main-Flughafen hier auch sicher zu betreiben. Jo, Freunde, was geht? Willkommen zurück. Und ja, heute ist der letzte Tag hier im Offenbach im Hotel. Wir suchen uns gleich wieder Frühstück in der Innenstadt oder irgendwie so und haben nachher noch eine 5- bis 6-stündige Autofahrt vor uns mit Pause eingerechnet. Nachher wollen wir noch zum Laden namens Rambazamba, wo so billige Sachen gibt, also etwas günstiger, und ich habe da voll Bock drauf, vielleicht kriege ich mal so Schnäppchen so auf Cola oder was weiß ich. Ja, und dann sind wir auch schon wieder zu Hause angekommen. Und ich fand jetzt Frankfurt nicht so wirklich cool. War sehr dreckig. Also Frankfurt ging schon, aber Offenbach und so war scheiße. Weil war sehr dreckig und so weiter und so fort. Ja. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert mich oder empfiehlt mich gerne weiter. Könnt ihr oben in der Infobox gerne ein Feedback da lassen und so weiter und so fort. Und in den Kommentaren könnt ihr auch schreiben, wen ich grüßen soll, was ihr für ein Video sehen wollt und so weiter und so fort. Ja. Dann würde ich mir sagen, let's go, suchen wir uns Essen und danach geht's zum Rambazamba. Yo Freunde, was geht? Wir sind jetzt hier bei Rambazamba angekommen in der Ortschaft, keine Ahnung wie die heißt. Ich habe mir voll leckere Beefies gekauft und jeden anderen Scheiß noch, Cola und so weiter und so fort. Ja. Den Laden verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Wenn ich den Laden mal finden sollte. Dann würde ich sagen, fahren wir weiter nach Hause und wir sind dann so gegen 20 Uhr, 21 Uhr da, mit Pause eingerechnet. Da würde ich sagen, adios, amigos, ciao, ciao, gratis, bella, bye bye. We'll be right back.